Dieses Spiel heißt Schätzen. Ihr bekommt von mir verschiedene Schätzaufgaben. Die sind zum Teil verbaler Natur, einfach nur einen Tipp abgeben oder auch mit einer Aktion verbunden. Ja? Wer näher dran ist, der bekommt einen Punkt. Und wer zuerst 4 Punkte hat, der gewinnt das Spiel. Falls ihr irgendwann mal die identische Antwort geben solltet, dann gibt es für keinen einen Punkt. Wir machen mal ein Beispiel, ein verbales. Zum Beispiel hätten wir sowas im Angebot. Können wir sehen? Dann soll ich es erstmal vortragen. Wie groß war der größte Mensch der Welt, dessen Körpergröße eindeutig belegt ist? Angabe bitte in Zentimeter auf euer Zahlenfeld. Das ist jetzt könnt ihr mit den Fingern auch machen. Das ist ja nur ein Test. Wie groß war der größte Mensch der Welt? Der ist offensichtlich schon tot. Ja, aber nicht so prominent, dass wir ihn eben hätten zeigen können. Zentimeter? Zentimeter ist die Maßeinheit, ja? Ich glaube, sowas war der. Na, warte mal. Machen wir auf OK auch, dann sehen wir es. Ich meine, ich hätte mal 2,40, weiß ich, aber 2. Machen wir mit, Heiko. So, also, was sagt ihr? 2,62, 2,36 hat Heiko. Oh, so viel sind ja schon einige in der NBA. 2,72 Meter. Ah. Ein Amerikaner namens Robert Waldrow, gestorben 1940. Wahrscheinlich beim Dunking durch einen Hexenschuss oder so. Also das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. 2,72, Chapeau. Also so ungefähr würde das jetzt ablaufen. Alles klar? Okay. Ja. Gut, wer zuerst 4 Punkte hat, gewinnt dieses Match. Und es geht los. Das ist eure erste Schätzaufgabe. Wie viele aktuelle Bundestagsabgeordnete heißen mit Familiennamen Müller? Also absolute Zahlen, keine Prozentzahlen oder sowas. Nein, ne? Absolute Zahlen. Wie viele sind das momentan im Deutschen Bundestag? Nachdenken hilft beim Schätzen nicht so viel. Und auf OK auch. Entschuldigung, warte mal, ich muss nochmal clear machen. So. So, Stefan sagt 30, Heiko sagt 3. Und die richtige Antwort ist 9. Das ist der erste Punkt für Heiko. Erster Punkt von 4. Und das ist eure zweite Schätzaufgabe. Und dafür bitte ich unsere liebe Assistentin Emilia ins Studio. Ein Riesenapplaus für Emilia. Kommt bitte mit nach vorne. Vielen Dank, Emilia. Danke sehr. So. Ja, was haben wir jetzt mit euch vor? Weiß ich nicht. Entweder wie viel Wasser da drin ist oder wie warm das Wasser vielleicht ist. Das ist ja vielleicht gar nicht so schlecht. Weil das also, ist ein Thermometer, oder? Sehr richtig. So. Ich hätte gerne eure Gliedmaßen. Ihr dürft mit Hilfe eurer Gliedmaßen, konzentriert euch auf die Finger, wenn es geht, diese Wassertemperatur schätzen. Keine Dezimalstellen, sondern nur ganze Gradzahlen. Ja, rein mit den Flossen. Macht ruhig. Wie warm oder kalt ist dieses Wasser? Hat man früher gerne auf Klassenfahrten gemacht, so Finger ins Wasser? Da ist der eine oder andere doch zum Bettnässer geworden. Ein schönes Spiel nach wie vor, aber hier nur das absolute. Kann man auch mal den ganzen Arm rein? Ja, sehr gerne. Ach ja, Metzger haben natürlich so ein Thermometer in der Hand, ne? Nö. Selbst bei Gefrierfett geht das. Es wird ja jetzt immer wärmer dadurch, dass wir unsere Hände da reinhalten, weißt du? Oder auch Unterarme, wie ich eben schon gesehen habe. So, habt das? Warte mal. Ja, nochmal, ne? So, eingeben. Ach so, eingeben, ja. Ja, das wäre ganz schön. Eingeben, einloggen, OK drücken und dann schauen wir,
uns die korrekte Temperatur an. Los! Hast du? Nix da jetzt mehr. Achso, okay, ein Handtuch ist okay. Ist ein bisschen nass geworden. Boah, ey, das ist echt okay, schwer. Bitte? Ja, das ist echt schwer. So, gucken wir uns mal eure Tipps an. Also, Stefan sagt 25 Grad Celsius und 20 Grad sagt Heiko. Und wir schauen mal, wie warm dieses Wasser war. 27 ja. Grad. 27 Grad. Was heißt? Ja, 20 Grad, das wäre zu kalt. Ein Punkt für Stefan. Das war der Ausgleich. Vielen Dank, Emilia. Wir sehen dich gleich, glaube ich, nochmal wieder. Spätestens dann, wenn der Koffer kommt. Aber noch ist es nicht so weit. Nächste Schätzaufgabe für euch sieht folgendermaßen aus. Welchen durchschnittlichen Bruttostundenlohn verdiente letztes Jahr ein Bäckergeselle? Brutto. Bruttostundenlohn. Okay. Die Angabe bitte in Cent. In Cent? Ja. Okay. Durchschnittlich. Durchschnittlich. Bäckergeselle, durchschnittlich. Der Stundenlohn heute ist ein bisschen höher. 500.000 Euro stehen auf dem Spiel. Spiel 11, Spielstand momentan 1:1. Der durchschnittliche Bruttostundenlohn eines Bäckergesellen. Angabe in Cent. Heiko, hast du schon was? Ja, ich bin noch am Überlegen. Bevor ich okay drücke, lieber nochmal nachdenken. Aber es scheitert jetzt nicht am Umrechnen in Cent, oder? Das geht, das klappt noch so gerade. Das so. 2,3 jetzt. Drin. Was ist? Du kannst clear machen schnell. Nee, das geht nicht mehr. Was, du hast dich verdrückt? Ich habe 2300 eingegeben, okay, und dann hat er einen Punkt reingemacht. Eine Dezimalstelle. Weiß was, nicht warum. Was wolltest du eingeben? 2300. Ja, aber das ist ja... Das ist ein Tausender-Trenner. Kann man so lassen, ne? Okay. Lass es. Alles gut. Ich habe noch nicht eingegeben. Stefan, du? Ich habe noch nicht eingegeben. Ist einfach nur ein Tausender-Trenner. Ist natürlich jetzt weiß er, was ich habe. Ne? Ja, ja, das bist du natürlich selber schuld. Da kann ich ja nichts dafür. Was soll ich machen? Wer 4 Stellen eingibt. So, Stefan? Durchschnittlich. Brutto Stundenlohn. Bäckergeselle. Okay, also, Stefan sagt, das sind 25 Euro in der Stunde, Heiko 23 und die richtige Antwort ist 11,92 Euro und das ist ein Punkt für Heiko. Ja, könnt ihr mal sehen. Brutto? Das ist ganz schön. Das ist Bruttostundenlohn? Das ist ganz schön. Donnerwetter. Gut, dass ich kein Bäcker bin. Mies bezahlt dafür, dass man 3 Uhr nachts raus muss. So, jetzt kommen wir zur nächsten Schätzfrage. Die sieht folgendermaßen aus. Wird nämlich wieder begleitet von Emilia. Was bringt uns Emilia jetzt? Oh, okay. Da ist was verloren gegangen. Sehr, sehr wichtig, glaube ich, an dieser Stelle. Und zwar, sollt ihr mir sagen, kommt nach vorne ruhig. Wie schwer ist ein Golfball im Vergleich zu Tischtennisbällen? Sprich, wie viele Tischtennisbälle wiegen einen Golfball auf? Darf ich mal einen Tischtennisball Nein, hochnehmen? Aber du darfst einen Golfball hochnehmen. Okay. Und Heiko natürlich auch. Den Golfball dürft ihr anfassen, die Tischtennisbälle nicht. Noch exakter formuliert, beim wievielten Tischtennisball kippt die Waage?
Nimm mal gerade. So. Heiko darf auch mal. Stefan, weißt du schon? Dann ab ans Pult. Wie viel sind hier drin? So viel darf ich verraten, es reicht. Es reicht, okay. Alles klar? Okay, beide eingeben bitte. Habt ihr? Nein. Ihr seid noch am Rechnen. So, zügig. Golfball packe ich schon mal rein. Nee. Okay, bitte drücken. Warte mal. Beim wievielten Tischtennisball kippt die Waage? 26 sagt Heiko, 32 sagt Stefan. Ja, ja, ja. So. Was hast denn du gerechnet? Dann fangen wir mal an. Also ich hab vermutet, der Golfball wiegt so 50 Gramm und so ein Tischtennisball so etwa so anderthalb, zwei. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 13. 14. 15. 16. 17. So. Oh, 17. 19. 18. Achso. 19. Oh! Nehmen wir nochmal raus. Nehmen wir nochmal raus und gucken ganz genau. Das ist der 19. 18. Da ist noch der Golfball schwerer. Und der 19. ist es. Das ist der Punkt für Heiko. Ja. 3-1. Das ist aber auch nötig, ne? Für ja, das hast du bitter nötig im Moment. So. Die nächste Schätzaufgabe. Es ist eine Rechenaufgabe. Multipliziert die Anzahl der Wimbledon-Siege von Steffi Graf im Dameneinzel mit der Anzahl der Kantone der Schweiz. Ach du lieber Gott. Multiplizieren. Ja. Also Steffi Grafs Damen-Einzeltitel in Wimbledon mal die Kantone der Schweiz. Will hier nichts hören vom Publikum. Toll, dass Sie mitmachen, aber im Stillen, bitte. Ja, ja, das ist. Erstens weiß ich nicht die genaue Anzahl der Wimbledon-Siege von Steffi Graf. Und die Kantone der Schweiz? Schätze ich. Steht ach, deswegen heißt das Spiel ja auch Schätzen. Für Heiko, der braucht nur noch einen und hat dann dieses Spiel gewonnen. So, ihr habt beide eingegeben. Stefan kommt auf das Ergebnis 63, Heiko auf 35. Dann hätte ich gerne den Rechenschritt, Stefan. Ich weiß nicht, Steffi Graf, 6, 7 Mal Wimbledon gewonnen? Ständig doch, oder? Und Kantone der Schweiz so, weiß ich nicht, so zwischen 9 und 11 irgendwas, oder 8 und 12, ich weiß nicht, irgendwo so dazwischen. 9, also ich habe 9 gerechnet, 7 mal 9 habe ich gerechnet. Heiko? Ja, ich schätze 5 Wimbledon-Siege und 7 Kantone. Gut, damit hätte da schon mal richtig gerechnet, das ist ja auch schon mal was, aber was ist die richtige Antwort? Steffi Graf hat 7-mal Wimbledon gewonnen. Ach, und es gibt 26 Kantone 26. in der Schweiz. Aber 182 und das ist Stefans Punkt. Ja. 26. Nur noch 3-2 für Heiko und eine weitere Schätzaufgabe für euch. Und dafür brauche ich jemanden aus dem Publikum. So, dann wollen wir mal gucken. Wer will mitmachen? So, jemand aus dem Publikum. Der Herr in dem Polohemd da vorne. Kommen Sie doch mal.
unter Applaus. Hallo, Sie sind? Olli. Olli. Olli, kommen Sie bitte mit. Wir haben was mit Ihnen vor. Tut nicht weh, keine Angst. Stellen Sie sich mal bitte hier vorne hin. Darf man den anfassen? Guten Tag. Einmal Hallo sagen. Mehr darf man allerdings nicht mit Ihnen. Wie war Ihr Name noch? Olli. Olli, okay. So, lasst bitte Olli in Ruhe, denn Olli muss sich konzentrieren. Auch dafür hätte ich gerne Emilia, die bringt uns nämlich was. So. Was hat, was hat Emilia? Emilia hat eine Nasenklammer. Vielen Dank. So, ihr müsst jetzt schätzen, wie lange Olli aus dem Publikum hier live vor der Bühne die Luft anhalten kann. Das kommt ja auch darauf an, wie lange Olli die Luft anhalten will. Ja, und deshalb werden wir natürlich eure Tipps nicht verraten. Genau. Ja. Was werden Sie denn machen, Olli? Soll Olli so lange die Luft anhalten, wie er sie anhalten kann? Olli hält so lange die Luft an, wie er kann, weil er möchte sich natürlich nicht vor 7,5 Millionen Menschen blamieren, oder okay. Olli? Olli will zeigen, dass hier richtig Lungenvolumen drin ist. Es wird nicht geredet weiter mit Olli. Also geht bitte zu euren Pulten. Schon mal Luft angehalten, Olli, ja, ne? Ja. Gut. Aber mal gucken, was die Jungs eingeben. So, gibt was ein, in Sekunden natürlich, ja, in Sekunden, wie viele Sekunden kann Olli die Luft anhalten? Schon mal mit der Nasenklammer vertraut machen, ja, noch nicht aufsetzen, das mache ich auch gleich. Und nervös? Geht so. Ist ja auch nicht so ganz schwierig, oder? Schaffst du schon, aber wie lange? Habt das? Ich hätte gern Eingabe und okay. Darf man Olli was fragen? Nein. Ob er Raucher ist oder Schwimmer? Ruhe. Oh, so wie Olli aussieht. Ruhe. Heiko hat schon eingegeben. Ja. Okay. Stefan, in Sekunden bitte. Okay. Okay, beide Tipps haben wir. Die werden wir natürlich nicht verraten, damit sich Olli nicht orientieren kann. So, jetzt bitte Nasenklammer aufsetzen. Ja, das drückt Olli, gib alles. Das drückt ein wenig, aber das soll es natürlich tausende Leute zu. Auch so sein. Einatmen mal durch die Nase, geht nichts mehr, ne? So, auf mein Kommando, bitte Ruhe, die Zeit läuft mit. Tief einatmen und ab jetzt. Sitzen bleiben, sitzen bleiben. Beide hinsetzen, bitte. Minute und 6 Sekunden, das war Wahnsinn. Sehr, sehr stark, Olli. Und ruhig, 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 geh mal weg. So, setzt euch mal bitte hin. Und jetzt gucken wir mal, ob es was zu feiern gibt und für wen. Eure Tipps bitte. 55 Sekunden, Stefan Raab, 39. Ja. Heiko, das ist der Punkt für Stefan. Olli, vielen Dank. Ja, die Nasenklammer darfst du mitnehmen als Andenken. Riesenapplaus für Olli, bitte. Dankeschön. So, wow. Beide haben 3 Punkte. Stefan hat aufgeholt. Und jetzt kommt der entscheidende 4. Punkt. Und zwar mit dieser Schätzaufgabe. Wie viele Vereine haben bisher in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt?
insgesamt. Also insgesamt heißt aber... Wie viele unterschiedliche Vereine? Ja, genau. Also nicht jede Saison nochmal neu doppelt gezählt. Ja. Okay. Das wäre überschaubar beim ersten FC Köln. In der Fußball-Bundesliga, ne? Bundesliga. Ja. In der ersten Fußball-Bundesliga. Es gibt ja auch eine zweite Fußball-Bundesliga. Aber in der ersten Fußball-Bundesliga, wie viele Vereine haben da insgesamt gespielt? Wie viele unterschiedliche Clubs gab es? Falls Stefan den vierten Punkt machen sollte, gewinnt er dieses Spiel und dann wäre das nächste Spiel für ihn ein Matchballspiel. So viel darf ich verraten an dieser Stelle. Drei zu drei. Und jetzt brauche ich eure Antwort. Wie viele Vereine haben bisher in der ersten Fußball-Bundesliga gespielt? So, eure Antworten bitte. Und auf OK. Stefan sagt 43 Clubs, 69 sagt Heiko. Und die richtige Antwort ist 49. Das ist Stefans vierter Punkt. Ja. 49 Clubs in der ersten Fußball-Bundesliga. Und damit gewinnt Stefan das 11. Spiel und wir schauen auf den Gesamtpunktestand. Das heißt, ich habe jetzt schon verraten, 53 Punkte.